Guten Morgen zusammen zum Webinar Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Ja, das Ganze natürlich mit Mr. Serie-Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FXLet heute Morgen um 8.45 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Markt zur Eröffnung so bringt. Natürlich, was der Dirk daraus macht. Ja, Dirk ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, er gibt trotzdem 100% am Markt. Von daher, ich bin guter Dinge, ja. Wir springen direkt mal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Das Webinar ist natürlich wie jedes andere keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja. Im Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Ja. Gut, Dirk, Ja, jetzt sagen wir, guck mal, loslegen. Mikro laut genug, ja, ne? Geht doch. Ja, Mikros, das Das passt. sollte passen. Wünsche dir viel So. Erfolg, ne? Und wenn was sein sollte, ich bin ja immer da, ich halte ja immer Händchen, so wie immer. Genau, heute muss auf jeden Fall da bleiben, habe ich ja gerade schon erzählt, warum. So, der eine oder andere kommt ja auch gerade noch dazu, von daher habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit für meine persönliche Einleitung und sage an der Stelle erstmal Hallo, Moin und herzlich willkommen hier aus Köln. Nicht aus Frankfurt, wie es gerade ausgesehen hat, sondern wie immer aus Köln, aus dem schönen Kalifornien in Nordrhein-Westfalen bei heute vermutlich 37, 38 Grad. Das kann ja auf jeden Fall noch ziemlich lustig werden. Heute Morgen werden wir die nicht kriegen, aber ob es hier auch dann irgendwie heiß wird, das werden wir mal sehen. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin leider etwas angeschlagen. Sollte eigentlich ja nicht so sein, wenn man aus dem Urlaub kommt. Ich war ja letzte Woche, habe ich mir tatsächlich mal gegönnt, mal ein paar Tage freizunehmen und komme zurück und prompt krank. So, und das ist natürlich ein bisschen ungeil, aber was soll ich machen? Und ich wollte jetzt das aber auch hier nicht absagen. Das heißt aber nichtsdestotrotz, sollte ich zwischendurch mal husten, mich räuspern oder sogar auch abbrechen müssen, weil es einfach nicht geht, dann geht es halt nicht mehr, ne? Und von daher darf mir dann bitte keiner böse sein. Das sind ja Sachen, die sucht man sich ja selber nicht unbedingt aus. Timo schreibt auch hier gerade schon, ergo kein Urlaub mehr. Ja, das sehe ich auch eigentlich ganz genauso. Ich habe den Sinn von Urlaub auch noch nie so wirklich verstanden. Man irgendwie die Woche davor reißt man sich ein Bein aus, um irgendwie alles gemacht zu kriegen. Hat einen Haufen Stress irgendwie, um dann überhaupt dahin zu kommen. Und dann hängt man da halt irgendwie ein paar Tage rum und dann hat man den Stress, wieder zurückzukommen und dann nochmal den Stress, die verlorene Woche wieder aufzuarbeiten. Also ich bin nicht so der Urlauber, wie man raushört. Es ist tatsächlich so. Ich meine, gut, wenn man den Luxus hat und kann irgendwie 4 Wochen wegfahren, so wie der Timo zum Beispiel, der war letztes Jahr, glaube ich, irgendwie einfach mal 3 Wochen verschwunden. Da habe ich auch gesagt, das geht überhaupt nicht. Ne? Also wenn man sich das leisten kann, aber auf dem Level bin ich leider nicht. Und von daher, so eine Woche Urlaub, das bringt irgendwie gar nichts. Also dann lieber irgendwie nichts machen und eher ein bisschen weniger arbeiten und lacht er selber, eher ein bisschen weniger arbeiten und keine Ahnung, halben Tag frei, das bringt dann, glaube ich, irgendwie mehr. Aber bei mir bringt das irgendwie nichts. Mein Körper, der kennt das nicht. Der denkt dann nur so, hä, was passiert denn jetzt bitte? Und von daher lasse ich das vielleicht wirklich dann in Zukunft besser sein, zumindest die kurzen Geschichten. So, wenn ich zwischendurch mal auf Zypern bin oder so, das ist ja dann Arbeiten. Und das ist dann eher so tatsächlich so ein bisschen Reisen, halben Tag frei und morgens arbeiten, Termine und nachmittags dann halt eben nichts mehr. Das ist okay, ne? Aber so gar nichts machen, das ist irgendwie. Aber gut, das kann ja natürlich jeder selber für sich entscheiden. Und vermutlich bin ich auch hier der Einzige, der so denkt. Und von daher ist es aber auch nicht schlimm. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und wenn ihr Input habt, gerne immer hier rein damit. Ob jetzt hier heute ein vernünftiger Trade rauskommt, das werden wir gleich mal sehen. Und was der Florian auch gerade schon gesagt hat, ist, dass wir natürlich hier das so anhalten müssen, dass eben nicht eins zu eins nachgehandelt wird. Das heißt also in jedem Fall bitte eigene Entscheidungen treffen. Und wenn meine Sichtweisen dazu passen, dann natürlich spricht da nichts dagegen, aber bitte nicht eins zu eins die ganze Geschichte machen. Ne? Auch wenn es irgendwie meistens aufgeht oder sagen wir mal im Durchschnitt aufgeht, heißt das ja nicht, dass es heute auch so sein muss. Und da ich auch etwas angeschlagen bin, könnte das natürlich auch noch irgendwie sich nicht oder könnte sich noch eher nicht positiv auswirken. Schauen wir mal. Ne? So, ich gehe mal rüber aufs Bild. Hier vom Blog erstmal wie immer links und rechts, also links der DAX, rechts der Dow.
im Daily, damit man überhaupt mal einen Überblick hat, wo wir denn da stehen. Ich hatte ja gestern im Blog geschrieben, der DAX könnte eigentlich halt problemlos rauflaufen bis zu 13.111. Ich muss mal hier kurz das Ding anmachen. Das ist nämlich hier alles aus gewesen die ganzen Tage. So, damit ich hier mal ein bisschen zeichnen kann. Ne? Also hier die 13.111. Und da haben irgendwie noch so ja, ein bisschen weniger als 50 Punkte gefehlt. Lag aber auch so daran, weil er einfach zu schnell gestartet ist. Ne? Und das hatte ich heute Morgen auch im Blog geschrieben, wie immer, das Problem in der Reihenfolge. Ne? Weil ich habe ja gesagt, eigentlich spricht da gar nichts dagegen. So, aber wenn der Markt natürlich so startet, hier aus irgendwie aus der Hüfte quasi und direkt raufrennt, dann reicht es halt in den meisten Fällen nicht. Der hätte halt besser mal irgendwie nochmal korrigiert auf, was weiß ich, 12.750, irgendwo so hier mitten rein und dann hochgezogen. Und dann wäre das wahrscheinlich erfolgsversprechender gewesen. So, das ist natürlich die Frage, was macht der Markt heute? Macht er jetzt heute irgendwie einen zweiten Versuch oder wird das jetzt hier als Scheitern angesehen? Das ist so ein bisschen die Herausforderung heute und die finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also, was denkbar wäre, ich mache mal hier das gerade nochmal weg und dann müssen wir gleich mal gucken, ob sich das dann so darstellt. Hier mal ein bisschen größer, also jetzt mal bei dem DAX, auf den Dow gehe ich dann gleich. Was also denkbar wäre, dass wir unter das gestrige Tagestief halt hier schlittern, dann tatsächlich hier irgendwo reinlaufen in diesen Bereich, ne, also hier irgendwo die 12.800 und dann nochmal hochziehen. Das ist ja nicht wirklich weit, das sind irgendwie gerade mal 70 Punkte runter. Und das wäre aber denkbar, ja. Und zumal jetzt auch gestern die Tageskerze hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft. Erstmal, ja. Also wenn jetzt natürlich so ein Ding nach unten nachkommt, gut, dann war das halt der Zünder nach unten, okay. Aber erstmal hat die für meine Begriffe nicht wahnsinnig viel Aussagekraft. Und deswegen wäre das schon denkbar, dass wir erstmal unten nochmal ein Stück weit Luft holen. Ne? Weil vielleicht haben da einfach gestern so ein paar Kollegen da unten gefehlt oder Orders da unten, man weiß es nicht. Und dann nochmal hochziehen. Wäre denkbar, ja. Kommt aber auch wieder auf die Reihenfolge an. Heißt, wenn wir jetzt hier starten, direkt draufziehen, wird es wahrscheinlich eher wiederum nichts. Und dann muss man halt einen kleineren Timeframe dann gucken, wo denn da halt die nächstmögliche Grenze ist. Und wenn man da einfach mal ganz stumpf rangeht, einfach mal mit dem SMA20 zum Beispiel hier, der in Blau im H1. Und dann wäre das natürlich schon der prädestinierte Kandidat. Das heißt, dass wir einmal hier rauflaufen, bis da oben hin die 12.900. Besser vielleicht sogar noch 12.920. Warum? Weil das war gestern das Long Level. Ja, also hier in dem Bereich, ich zeichne das jetzt hier mal ein. Ja, da haben wir halt hier auch auf der Unterseite dieser Port. Das war gestern Morgen das Kauflevel, sieht man ja hier, ne? Da ist es gestern Morgen aufgesetzt und zieht dann halt oben durch die Decke. Also was heißt nicht durch die Decke, aber in Richtung Decke. Und das wäre eigentlich ein guter Punkt, um den Markt zu drehen, wenn er jetzt direkt aus dem Stand darauf läuft. Ansonsten eben würde ich tatsächlich eher dann hier unten ansetzen, in dem Bereich 12.750 oder 12.780 und dann halt zu gucken, da halt long reinzukommen. Also das wäre so mein Szenario. Ich kann das hier auch mal irgendwie ein bisschen einzeichnen. Also entweder halt diesen da und dann halt runter. Ja, oder umgekehrt. Ja, erst runter und dann eben hoch. Ne? Also ja, es wird jetzt ein bisschen unübersichtlich hier, aber ich bin jetzt auch nicht so der große Picasso, wie jetzt zum Beispiel der Heiko. Da sage ich immer, ist der Picasso unter den Tradern, weil er immer so viel malt und zeichnet. Aber eigentlich müsste ich die jetzt dann natürlich grün machen, damit man es eben auch erkennt, was überhaupt gemeint ist. Was ist denn für eine Farbe? Damit es halt ein bisschen deutlicher wird und vielleicht auch ein bisschen dicker. So, und also ein bisschen Geduld mit mir. Ich bin nicht so der große Zeichner, aber mal gucken, ob das hier zumindest dann verständlich wird. Ja, und auch natürlich dicker. Ich hoffe, man hat es verstanden. Also ich glaube, es wird nicht besser, egal wie lange ich dran rumschraube. Ja. Aber entweder runter oder halt eben so rum, oben rauf. Und dann eben Rücksetzer unten durch. So. Ich bin so ein bisschen am Schwitzen hier. Deswegen auch die Stille von meiner Seite. Ich sollte mich nicht unbedingt hier auch verausgaben. Ich glaube, man sollte auch den Stressfaktor nicht unterschätzen, dass hier natürlich auch immer ein paar hundert Leute natürlich auch da sind, was mich ja auch grundsätzlich freut.
Aber weiß ich auch, man guckt mir genau auf die Finger und das ist ja auch gut so. Ne? Also die Szenarien rauf, runter oder eben runter und dann rauf. Die Reihenfolge meines Erachtens hier absolut entscheidend, auch heute wieder, wie immer eigentlich. Ne? So, im DAU mache ich den mal ein bisschen größer. Hier unten, ich hoffe, ich hocke da nicht im Bild mit drin. Schiebe den mal ein bisschen hoch. So, hier das Gap. Ne? So, also unübersehbar, mal wieder nicht geschafft. Aber der hat das Gleiche gemacht. Startete halt irgendwie, ne, also hier gab es ein kleines Aufwärtsgap, das habe ich gar nicht erst eingezeichnet, dass ein Gap im Gap war, halte ich eigentlich für irrelevant. Also da ist er gestartet, direkt raufgelaufen. Ne, Gap war, ist zwar wahrscheinlich zugemacht worden, aber dann trotzdem direkt rauf und das ist halt einfach auch zu knapp. Und da hatte ich ja auch einen Blog geschrieben, der wäre besser halt irgendwie, oder wenn 30.900 irgendwas halten und dann gibt es halt eigentlich da die Chance, rauf bis zu 31.988. So, was hat er gemacht? Läuft zuerst darauf. Funktioniert natürlich nicht und da kommt er runter und dann halt am Ende des Tages hier bei 30.900 irgendwas. Also, das meine ich mit Problem der Reihenfolge. Und funktioniert natürlich dann so irgendwie auch nicht wirklich. Der wäre besser trotzdem zuerst runtergegangen, hätte Luft geholt und dann nochmal rauf. Und hier könnten wir eigentlich das Gleiche kriegen. Das heißt, die Kerze ist zwar schon ein bisschen deutlicher als jetzt die im DAX, die Tageskerze, die wir da vorhin hatten. Und aber nichtsdestotrotz hängt die halt auch nur hier so am oberen Level, zwar unter dem Gap, aber das muss man wirklich sehen. Also ich finde es halt wirklich schwierig, jetzt da halt direkt irgendwie eine saubere Prognose für den ganzen Tag irgendwie abzugeben. Im H1 stellt es sich hier, glaube ich, recht ähnlich dar. Wir haben halt auf der Oberseite auch hier 31.262, das ist dort, wo das Gap ist, auch den SMA 20. Vielleicht läuft er direkt hoch und holt uns den. Oder eben setzt runter an und dann wird unten nochmal versucht, irgendwo halt Schwung zu nehmen. Wir werden es gleich rausfinden. Also, ich würde dann versuchen, ja, und bitte nicht nachmachen. Also, wenn wir irgendeinen deutlichen Impuls sehen, innerhalb von den ersten Minuten würde ich versuchen, da reinzugehen, egal in welche Richtung. Einfach, um mal die ersten paar Punkte zu kriegen und dann halt nachher mal sehen, was der Markt dann im Endeffekt dann halt wirklich daraus macht. So, hier kommt ganz, ganz wenig Input. Also, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr wisst, was ihr reinschreibt, auch was ihr auf dem Schirm habt, was ihr gerne sehen würdet oder was ihr vermutet. Wenn ja, warum? Immer bitte gerne rein damit. Ich gucke mir das gerne an und sage auch gerne was dazu. So, schreibt der Manuel da. Der Urlaub scheint ganz gut getan zu haben. Ja, wenn man es nicht weiß mit der Erkältung. Aber ansonsten, ich sag mal, ein bisschen Farbe ins Gesicht kriegen, wenn man halt den ganzen Tag draußen sitzt und Bier trinkt, das ist nicht so schwer. Okay, so, ich gehe mal rüber auf den Trading-Schirm. So, also hier sind wir im DAX. Erstmal, und ich glaube, den würde ich auch erstmal hier präferieren. Und weil der so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen klarer ist, aber zumindest von dem, was er machen könnte, könnte sich das jetzt relativ schnell klarer darstellen. Aber gucken wir mal. Hier oben der M5, rechts oben der M15, hier der H1 und daneben der Daily. Ne? So, mal gucken, wie die ganze Geschichte hier jetzt startet. Und 1,5 Minuten haben wir noch. Und dann würde ich ja wirklich mal sehen, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Also wie gesagt, hier oben die 920 hatte ich ja gesagt im DAX. Ne? Das wäre halt definitiv ein Kandidat für mich für Short. Dort würde ich meine Order erstmal hinpacken, falls ich den irgendwie vergesse. Einfach mal hier oben so Pi mal Daumen, die muss nicht auf dem Punkt sein, aber das wird man gleich noch sehen. So, den Stop. Ich lasse den erstmal aus. Und beziehungsweise setze den erstmal auf einen Wert, der auf jeden Fall weit genug weg ist. Und da muss man mal sehen, ob wir die jetzt kriegen oder eben nicht. Hier, das sind so die Linien, die ich hier drin habe. Das sind einfach Hilfslinien, die sich so ergeben immer wieder mal im Scalping und ich lasse die meistens drin, um dann zu gucken, ob da noch was passiert oder nicht. Und wenn nicht, dann mache ich die halt wieder raus. So, und das Gleiche auch in anderen Timeframes wird man immer wieder mal finden. Das heißt, hat nicht unbedingt immer eine große Bedeutung. Wichtiger ist natürlich der H1, ne? Weil dort haben wir eigentlich halt, aber das sieht man auch, das ist echt schwammig. Ne? Also auch wenn jetzt hier Schlusskurs über 12.862 bedeutet, geht erstmal hoch. Hat er ja schon gemacht, ja. Kleben wir jetzt dann halt nochmal zwischen den Zweien.
finde ich halt ein bisschen schwierig, da halt irgendwo sauber was abzuleiten. Was ich auf jeden Fall auch machen würde, wäre halt den Break-Even relativ schnell absichern, weil ich nicht glaube, dass wir halt direkt irgendwie in der ersten halben Stunde so eine wirkliche Richtung für den Tag kriegen. Ich denke, das geht eher ziemlich hin und her, die ganze Nummer, und nicht unbedingt direkt richtungsweisend. So, hier würde ich vielleicht sogar direkt versuchen, Short zu gehen, wenn wir da unten durchrauschen, mit einer halben Position erstmal und auch nur für ein paar Punkte. Bitte nicht nachmachen, ja? Bitte. Mal gucken, ob wir da runterkommen. Ich sichere den direkt ab. Kann auch sein, dass es nur ein bisschen hin und her wird. Ich versuche jetzt hier erstmal nur den Impuls zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Nachhaltiges wird. Den hätte ich direkt schon da unten eigentlich trailen müssen, weil so wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie 2 Punkte plus oder so. Kann jetzt natürlich sein, ne? Das war jetzt hier direkt zurücklaufen, aber passt ja dann auch zu dem, was ich halt gesagt habe. Ich glaube nicht, dass direkt halt richtungsweisend wird. Da war ich jetzt ein bisschen langsam, das wären halt irgendwie 15 Punkte gewesen, so waren es dann jetzt leider nur 2. Ne? Aber das meinte ich eben halt echt schnell absichern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt direkt irgendwie eine klare Richtung werden wird. So, wer schnell genug war, sollte zumindest 10 Punkte irgendwie mitgekriegt haben. Und nicht nur 2. So, und dann jetzt halt eben mal gucken, ob der Markt da oben durchgehen will oder ob jetzt auch hier nur noch mal kurz auf die Oberseite laufen und dann noch mal zurück auf Anfang, wird man dann gleich irgendwie sehen. Aber den hätte ich echt besser auflösen können. Das war irgendwie ein bisschen suboptimal, aber es ist ja halt nur wie immer, wenn man halt ein Webinar macht und dann muss man immer irgendwie 1000 Dinge gleichzeitig machen und da bleibt auch schon mal irgendwie die Reaktionszeit auf der Strecke. Vor allen Dingen dann, wenn man irgendwie so ein bisschen Baller im Kopf ist, so wie ich heute, macht es das Ganze nochmal nicht unbedingt einfacher. Ne? Aber wäre natürlich auch umgekehrt ein schöner Long Entry gewesen, aber hätte ich nicht gemacht. Bin ich auch ehrlich, ne? Auch wenn es jetzt gut aussieht, aber dem hätte ich nicht getraut. Ich hätte eher hier unten dann vielleicht mit am Vortagestief, weil da habe ich auch gesagt, das wäre für mich eigentlich eher so ein Ding, ne? Einmal unter das Vortagestief direkt und dann raufziehen. Das fände ich wesentlich besser. Und weil das muss überhaupt nicht halten, finde ich. Ne? Weil eben vor dem Aspekt, dass da gestern halt höchstwahrscheinlich einfach ein paar Orders und Kandidaten da unten gefehlt haben. Deswegen ging es dann wahrscheinlich auch da oben nicht weiter. Von daher macht es gar keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie über dem Vortagestief bleiben und dann über das gestrige hochziehen. Das halte ich irgendwie für recht unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich auch hier oben die Order bei der 920 auch immer noch richtig, weil ich irgendwie noch nicht so dran glaube, dass das hier reicht. Kann mich natürlich täuschen, ja. Das ist ja erstmal nur eine Vermutung. Aber ich finde die nicht ganz doof, diese Herangehensweise. Und dann halt mal gucken. Also ich bin sowieso, letzte Woche irgendwie auch, habe ich ja auch im Blog oder in der Gruppe, nee, im Blog auch geschrieben, irgendwie, ich habe morgens gehandelt, immer nur kurz und dann halt eben auch meistens fast nur Scalps gemacht, irgendwie kurze Geschichten. Und das fand ich letzte Woche tatsächlich sogar recht einfach, weil der Markt ja halt eben auch nur hin und her gelaufen ist und dann auch recht verzeihlich war. Ich meine, das ist natürlich die Gefahr immer dann dabei, dass man es dann halt übertreibt, ne, und denkt so, joa, und dann kriegt man halt irgendwann auch mal auf die Mütze. Aber das war insgesamt ganz okay. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also, das war der SMA20 hier an der Stelle, sieht man schon, ne? Die Überlegung war schon mal richtig, dass das so die erste Anlaufstelle ist. Aber eine schicke Übertreibung jetzt darüber fände ich natürlich viel, viel, viel netter. Und heißt aber trotzdem nicht, ne, dass der dann direkt genauso reagiert, wie ich das gerne hätte. Das ist halt auch klar. Aber ich halte das schon für machbar. Hier haben wir auch den R2. Den habe ich früher, als ich den DAX mehr gehandelt habe, auch oft in meinen Überlegungen mit einbezogen. Das ist so der Pivot, der R2 auf Stundenbasis. Ne? So, ich würde jetzt hier tatsächlich mal eine erstmal Market reinmachen. Ich habe ja gesagt, der muss auch nicht ganz genau da oben stimmen. Aber erstmal Market. Würde den aber jetzt hier auch relativ schmerzfrei ein Stück weit skalieren. Also ist erstmal quasi nur eine Drittelposition.
würde den aber schmerzfrei skalieren. Eben in der Annahme, dass wir zum Stundenende dann eben auch nach unten wieder eher uns in Richtung Vortagestief aufmachen. Ne? Also jetzt, wenn man jetzt hier als Beispiel, was weiß ich auch nochmal, 5, 6 Punkte Scalping war hier auch schon okay, aber ich glaube schon, dass da irgendwie nochmal kurz nach oben was kommt. Es gibt am liebsten nicht ganz zumachen, weil das ist dann halt oft mal ein bisschen anstrengend, weil Gap Close ist nicht unbedingt ein Short-Signal und sieht es natürlich auch erstmal wüst aus, ne, weil ich jetzt hier komplett voll gegen den Impuls dagegen halte. Und deswegen sage ich auch bitte nicht nachmachen. Es kann natürlich auch daneben gehen. Ne. Aber halt, der Ansatz war jetzt hier, warum hier Market, weil ich gesehen habe, okay, wir haben hier ein bisschen Reaktion. Das heißt, irgendwas lauert hier schon mal an der Stelle oder es werden halt die eine oder andere Order wird halt hier auch schon mal aufgelöst oder beziehungsweise halt nicht weiter verfolgt. Von daher könnte es schon sein, dass das da schon Sinn macht an der Stelle. Hier haben wir noch ein Pivot, ist auch okay. Also wenn der jetzt nach oben durchballert, ne, dann so what, ja. Ich kann es nicht ändern. So, das Gap ist zu, habe ich ja gerade gesagt, ist eigentlich nicht so gut, weil das nicht unbedingt an der Stelle jetzt auch ein Short-Signal ist, wenn das Gap geschlossen wird. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Und es reicht ja auch, wenn ich irgendwie mit ein paar Punkten hier rauskomme. Wenn jetzt allerdings nach oben durchballern, wäre das eher ungünstig. Ja. So, ich bin hier im M2. Ich würde jetzt mal erstmal auf den M1 gehen, mal gucken, was der so sagt. Ob man dort irgendwas erkennen kann. Also hier oben wären noch die 950. Ah, das wäre natürlich so das Maximum, ne? Also da oben die 950. Aber also ich bin jetzt hier mit zwei Drittel drin, immer noch nicht ganz. Ne? Von daher ich habe schon noch ein bisschen Luft da oben, ne? Aber wie gesagt, ich will es wirklich auf keinen Fall hier übertreiben. Echt nicht. Also ich meine, so klein ist das Ganze dann jetzt auch wieder nicht. Hier mit 5 Euro pro Punkt jetzt irgendwie gerade. Auch wenn jetzt hier die Size nicht angezeigt wurde, aber man sieht es ja trotzdem hier oben, ne, an den Einstellungen. Und ich würde jetzt hier nur gucken, dass wir einmal halt die 5 Minuten nochmal auf Anfang kriegen, beziehungsweise die einmal kurz nach unten kippen und dann auf jeden Fall schon mal einen rausnehmen, weil ich finde das hier so ein bisschen schnell. Also diese ganze Bewegung hier an der Stelle finde ich so ein bisschen too much. Weil eben der Rücksetzer für meine Begriffe nicht ausreicht. Und dann vielleicht mal gucken, ob wir hier nochmal auf den R2 da unten irgendwo hinkommen. Aber ist natürlich auch risky, ne? Genau gegen den Impuls komplett dagegen zu halten. Das kann natürlich auch ins Auge gehen, ne? Keine Frage. Von daher. Bitte, wie ja schon eingangs erwähnt, bitte, bitte nicht einfach nachmachen. Ne? So, ich gucke mal kurz hier auf einem anderen Schirm, auch genannt iPhone, was der Tau macht, um den auch mal ein bisschen im Auge zu behalten hier. Um da nicht irgendwie Gefahr zu laufen, die Korrelation zu übersehen. Aber ich gehe gleich natürlich auch mal auf den Dauer rüber. Na, also das hier war halt die 922. Das hatte ich hier gestern Morgen in Trades Only gepostet. Das war halt das Kauflevel. Ne? So, wenn da jetzt halt einige halt überfahren wurden. Und von daher finde ich das jetzt erstmal auch den richtigen Ansatz, den dann halt zu nehmen und nicht irgendwie irgendwas anderes. Und wie gesagt, ich will hier eigentlich jetzt nur einmal kurz rückwärts rutschen. Und dann reicht das erstmal und alles Weitere kann man sich dann nachher dann mal angucken. Aber es ist trotzdem noch nicht gesagt, dass es das macht. Ne? Wir sind hier gerade mal mitten im Long-Impuls drin. Ne? Also von daher nicht überbewerten. Also nur weil der hier gerade jetzt so ein bisschen zuckt, heißt gar nichts. Ja? Überhaupt nichts. Aber so einen kurzen Spritzer nach unten, den halte ich schon für machbar. Einmal kurz hier auf die 907 oder so. Ne? Jetzt kann man natürlich auch hingehen, nimmt den erstmal raus. No, so, da habe ich auf die erste Position gemessen. Jetzt erstmal liege ich dann schon mal 15 Punkte vorne. Und da kann man sich jetzt einfach mal angucken, ob das Ding nach unten wegklatscht oder halt nicht. Und wenn, dann ist man dabei und wenn nicht. Und dann ist auch gut. Und dann waren es halt auf jeden Fall ein paar Punkte. No? So, hier wäre natürlich jetzt plausibel das nächste High.
Also hier im M5, da an der Stelle die 889, also einmal kurz unter die 900 runter. Aber der kann hier halt auch jeden Moment nochmal nach oben zurückkommen. Von daher, ne, 907 haben wir, habe ich ja gerade gesagt, da will ich mal hin. Da kann man natürlich auch rausgehen und dann ist es gut, ne? So, aber ich versuche den jetzt einfach mal hier ein bisschen zu verfolgen. Wenn es geht, ist gut, wenn nicht, und dann ist auch gut. Also jetzt hier irgendwie 21 Punkte und vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie was nach unten. Dann will ich hier mal den Trail anschmeißen. Wenn er es macht, gut, macht er nicht. Kommt hier bei Invalid Order. Okay, also, ne? Waren ein paar Punkte, war soweit, okay. So, und jetzt, ne, das meine ich ja hier, das heißt erstmal nichts, der kann auch wieder direkt nach oben springen, von daher sollte man es nicht überbewerten, aber wie man sieht, der Entry, das ist auf jeden Fall die richtige Ecke, ne? Und weil vorher ist ja gar nichts passiert, hier haben wir überhaupt die ersten roten Kerzen im M1, von daher ist das erstmal richtig. So, ich würde jetzt mal auch hier kurz nochmal das Volumen nochmal reintun, habe ich gar nicht drin. Den FDAX. So, dass wir hier auch mal ein Buch haben, wird man wahrscheinlich aber jetzt nicht viel sehen. Aber so what? So, aber falls dann halt hier irgendwas auftaucht im Buch und dann wird es halt deutlicher. Ne? Und hier, was natürlich jetzt dazu passt, ist halt der Pivot, ne? Bei 924. Den habe ich ja vorher gar nicht gesehen in meiner Betrachtung im H1, wo ich das Webinar hier angefangen habe. Ah, der passt natürlich dann dazu, ne? Klar. Aber man sieht hier, M1 zumindest geht da durch in alle Richtungen. Von daher, Pivot wird mir jetzt nicht reichen, ist aber natürlich hier jetzt nicht unbedingt schlecht, dass wir den für den kleinen Trade hier auch noch auf unserer Seite hatten. So, wer hat ein paar Punkte mitgenommen? Könnt ihr gerne hier reinschreiben. Also Sebastian, sehr schön, freut mich. Freut mich, wenn wir immer alle die gleiche Idee haben. Ja, long. Ja, ist aber gut. Also wenn du bis dahin long mitgegangen bist, Antje, finde ich das super. Ne? Kann man ja auch, spricht da nichts dagegen. Ne? Also ich bin ja halt hier, ich wäre jetzt nur hier unten, habe ich auch gesagt, ehrlicherweise wäre für mich, wäre das nicht tief genug gewesen für long, aber klar, in den Impuls long handeln, why not? Ne? Und wenn man ja weiß, wo irgendwie Schluss ist, höchstwahrscheinlich Schluss ist, und dann hat das ja auch, ist das ja gar nicht so schlecht, wenn ich auch dann umgekehrt quasi meinen Input dann geben kann. Ne? Also man sieht ja hier irgendwie über 920, wenn man da long drin gelassen hat, macht wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ne? Sondern es war schon als Exit da oben die Ecke schon recht in Ordnung. Ne? So, jetzt wird es vor allen Dingen halt haarig. Also die 15 Minuten enden ja jetzt. Die habe ich hier oben. Ja. Weil, wie gesagt, nochmal, ich glaube nicht, das ist natürlich erstmal, klingt das nach Religion und Hokus Pokus. Ist es aber nicht. Ne? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt, nur weil wir jetzt hier einmal hochgerannt sind, dass das jetzt die Richtung ist, jetzt irgendwie für die nächsten Stunden. Ich glaube da einfach noch nicht dran. Ich habe es ja am Anfang ausgeführt, wieso. Ich rechne tatsächlich eher damit, dass wir das ganze Ding nochmal nach unten wegballern und dann halt auch unter das Tagestief von gestern gehen. Weil das ist genau das, was ich jetzt finde, was der Markt so hätte nicht machen sollen. Ne? Also direkt rauflaufen, schon wieder, ohne irgendwie mal eine Runde tiefer anzusetzen. Warum das dann irgendwie nach oben auflösen soll und über das gestrige hochgehen soll, es erschließt sich mir nicht. Ich kann mich täuschen, ja. Das ist natürlich vollkommen klar. Ich habe ja auch keine Glaskugel, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und von daher, aber ich hätte da kein gutes Gefühl dabei. Ne? Also ich meine, wer jetzt gut drin ist und da seinen eigenen Ansatz hat, um Gottes Willen, ich will da keinem reinreden. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Also, weil dann wäre es ja auch wieder eine Handelsempfehlung, die es natürlich auf keinen Fall sein soll. So, und der M15, man sieht es ja auch schon, ne, da gibt schon ordentlich nach da oben. Ja, da ist halt schon recht massiv Widerstand, auch wenn das Gap jetzt zu ist. Das sind dann so die Faktoren, also das Kassa-Gap, ne? Das sind aber genauso die Dinger, wo ich dann immer sage, so, boah, ey,
Das spielt mir natürlich nicht unbedingt rein in das, was ich halt sehe, weil ich ja auch mal sage, ein Gap Close von unten ist nicht bearisch und umgekehrt genauso. Ein Gap Close von oben ist nicht bullish. Und in den meisten Fällen stimmt es dann halt eben auch. Ne? Das passt natürlich überhaupt gar nicht hier so zu meinem Ansatz, dass ich jetzt eigentlich auch noch unter das Tagestief will von gestern. Daher bin ich da heute sehr, 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 sehr zurückhaltend. Was sagt der Lutz? Das Gap ist nicht zu. Wieso ist das Gap nicht zu? Das Gap liegt doch hier oben. Hier oben ist doch Kassaschluss von gestern. 937. Und wir waren bei 939. Das sollte eigentlich schon so stimmen. 959. Warum sollte das? Okay. Also ich nehme halt immer den 17:30 Uhr. Entschuldigung. Moment. Oh, da ist er wieder. Fertig mit Husten. Also ich nehme halt immer den 17:30 Uhr den Close und orientiere mich daran. So, sollte jetzt irgendwie die Xetra irgendwas anderes dahin gezaubert haben, okay. Aber das ist halt für mich einfach immer der Punkt, an dem ich mich orientiere. So, also M5 drückt runter, könnte man Klatsche wieder draufdrücken für ein paar Punkte. Ja, Herr Hilger, nicht reden, sondern drücken. Hätte ich eigentlich ab hier schon nehmen können, ne, wo er da unten halt da reingeguckt hat, hier auf die 907. Das wäre klüger gewesen. Ne, weil, also es ist echt denkbar, solange das Ding hier auch aussieht im M15, dass wir da komplett nach unten wegrutschen. Ich fände es gut, aber ich fände es noch besser, wenn ich noch irgendwie reinkommen würde. Und ich würde es noch viel besser gefunden haben, wenn ich den hier oben erwischt gehabt hätte. Oh, das ist Deutsch für Runaways. So, ah, vielleicht kriegen wir den ja noch. So, komm, das mal. Ach, okay. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier einmal Limit Pullback. Aber wie gesagt, was mich echt stört, ist das Ding da oben. Das gefällt mir irgendwie nicht. So, das ist übrigens das Schöne an der Limit Pullback, ne? Der läuft mir hier zu hoch. Und jetzt hat man schön gesehen, der ist über die Order drüber gelaufen, ne? Zieht die mit nach oben und gibt mir Bedenkzeit. Und ich habe die jetzt mal kurz gelöscht, ne? Also, ich glaube, das habe ich noch in keinem Webinar bisher gemacht, aber also Limit Pullback dahingehend verwendet. Aber man hat es ja gerade gesehen, ne? In der Aufzeichnung, wer sich die Aufzeichnung anguckt, kann ja mal zurückgucken. Da ist die Order lag hier. Bei der 907, der Markt ist drüber gelaufen, hat die Order mit nach oben gezogen und weil er halt hier für meine Begriffe, also vielleicht war es falsch, aber für meine Begriffe hier einfach so ein bisschen hochgelaufen ist, habe ich die Order erstmal wieder gelöscht und so halt ein bisschen Zeit gewonnen. Aber es sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Fehler gewesen. Okay, aber nichtsdestotrotz von der Funktionsweise von der Limit Pullback Order fand ich das gerade irgendwie gerade recht nice. Dass ich das auch mal zeigen konnte. Ja, vielleicht war es zu hoch, also beziehungsweise vielleicht war es falsch, da rauszugehen, aber warten wir mal. Ich kann ja mal übrigens kurz mal rübergehen, auch auf den DAU. Ist er das? Jo, das ist er doch. Das wollte ich gar nicht. So. Also, was haben wir denn hier? Hier ist auch der Flux überall mit drin. Hier sieht man vor allen Dingen jetzt, habe ich mit DAX eigentlich auch, habe ich gar nicht drauf geachtet. Also hier M1 Long, M5 Long, M15 Long, H1 Long. So, das heißt, der ist erstmal generell im Aufwärtsmodus. Heißt aber auch natürlich auch nicht, dass man einfach so reinspringen kann. Ist halt klar. Aber wenn man halt hier irgendwie auf der Suche nach einem Long ist,
ist das, glaube ich, irgendwie hier im DAO erstmal der richtige Ansatz. Und das meinte ich vorhin eben auch, ne? Ich wollte mir eigentlich den DAO mal angucken, um nicht hier Gefahr laufen, dass ich die Korrelation übersehe. Aber wenn der erstmal überall im Long-Modus unterwegs ist, muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, ne? Und weil dann wird der DAX in der Regel auch nicht ohne weiteres nach unten durchkippen. Und ich würde hier vielleicht sogar eher dann halt warten, dass wir da nochmal ein Stück zurücksetzen im M5. Vielleicht hier unter das letzte Hoch, also in dem Bereich hier von, sind wir, 140, 130, dass wir da irgendwo drauf aufsetzen und von dort vielleicht dann auch nochmal einen Impuls nach oben dann halt vielleicht mitnehmen können, ne? Also eher so in dem Bereich hier. 130, 140, wobei das ist der R1. Also was im DAX der R2 ist, ist im DAO der R1. Und gut ist erstmal, dass er hier einfach durchgelaufen ist. Das ist grundsätzlich erstmal gut, weil das ist meistens Zeichen dafür. Oder beziehungsweise in der Regel ist es so, wenn der da durchläuft, ne, und dann bleibt er auch meistens darüber stehen. Aber wenn der erstmal versucht, da zu supporten, geht es halt leider auch meistens nicht auf. Das spricht jetzt gerade so ein bisschen dagegen. Also da würde ich dann eher sogar tiefer ansetzen, vielleicht sogar hier auf dem Point of Control, wenn wir da überhaupt hinkommen. Und aber nicht zu hoch, um hier für einen kleinen Rücksetzer, um dann halt den Impuls zu kriegen. Aber generell würde das schon dazu passen, auch hier den Außenstab, kann man auch mal kurz zeigen, den Außenstab hier im A1, die Geschichte. Das ist natürlich völlig falsche Farbe, ist klar, ne? Aber darin schweben wir jetzt eher irgendwie gerade auch nur mal. Und den darf man natürlich gerne auch auf der Oberseite mal antesten. Das spräche auch dafür, dass wir hier Reaktionen kriegen, auch am SMA 20 beziehungsweise darüber bei der 262, was ja dann halt nochmal das Gap wäre. Und da spreche irgendwie ziemlich viel dafür. Also der DAX hat da schon ein bisschen deutlicher vorgelegt und heißt dann halt eben umgekehrt, wenn der DAO jetzt irgendwie nach oben rennen sollte, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass es einfach nur ein kleiner Squeeze ist. Und dass wir da oben halt wieder deutlich dann abprallen, ne? Das heißt, ich würde hier dazwischen, glaube ich, jetzt eher nicht. Oder was heißt eher? Ich würde hier dazwischen auf keinen Fall. Ich, ja. Also es ist nie gemeint als ich würde an eurer Stelle nichts, sondern es ist immer ich. Würde auf keinen Fall hier dazwischen irgendwo agieren, sondern tatsächlich erst knapp vor Schluss oder eben sogar auch nur drüber oder eben halt hier oben skaliert, ne? So, und das wäre dann halt wieder die 262. Das müsste hier irgendwo ein Stück höher sogar noch. So. Mal gucken, ob ich den hier einfach mal hinsetze. Also 262 hier oben eh eingezeichnet. Das heißt, Außenstab wäre ein bisschen tiefer. Hier haben wir auch so ein Pivot-Gedingse. Ja, der finde ich liegt da erstmal ganz gut. 17,30. Close zu 968. Ach gut, Svenja schreibt auch die Limit Pullback. Hat mir schon manchmal den Hintern gerettet. Ja, das freut mich. Das freut mich. Dafür ist ja auch gemacht, ne? Damit man halt eben entweder Zeit gewinnt oder Punkte oder beides. Muss ich nachher mal gucken, Lutz, ne? Aber danke für den Input. Gucke ich mir nachher mal an. Aber will das jetzt hier nicht zum Helpdesk-Webinar werden lassen. So, machen wir mal zurück auf den DAX. Also, wäre dann doch noch okay gewesen. Hier oben wäre es sogar noch besser gewesen. Da oben reinzukommen, aber gut, so ist es halt. Ja, hier war ja die Order, habe es mit nach oben gezogen, weil der Schlusskurs hier so hoch war, habe ich es erstmal gelassen, aber ein bisschen schade im Nachhinein, aber okay. Es war halt mein Kriterium. Ich, wie gesagt, bin da heute sehr vorsichtig, aber es sind ja schon einige Punkte im Topf, ne? Also von daher ist das ja auch erstmal alles soweit absolut fein. Also freut mich natürlich vor allen Dingen, dass hier oben, ja, wenn der jetzt durchgehalten hat, ja, bis hier runter, ja, Glückwunsch, ne? Da sind auf jeden Fall, sind da mittlerweile auf der Short-Seite schon mehr Punkte drin als auf der Long-Seite. Außer man hat natürlich hier unten genau
den Spike erwischt. Man da halt einen Ansatz dafür hatte, ich hatte keinen. Aber klar. So, aber man sieht halt, ne, zumindest es drückt irgendwie die ganze Zeit halt dann doch schon nach unten. Genauso wie ich das vermutet habe. Und dass es eben nicht nach oben einfach durchrennt. Außer wir kriegen jetzt hier so eine Rakete, aber halte ich auch für ein bisschen eher ein bisschen unwahrscheinlich. So, ich würde jetzt aber mal abwarten, bis die Knoppers-Fraktion da ist, also 9:30 Uhr, bis wir das dann eben haben und dann mal gucken, wie der M15 aussieht und dass man dort vielleicht den nochmal irgendwie nimmt, um dann halt reinzukommen. Das habe ich gerade gesagt, außer wir kriegen jetzt hier eine Rakete. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Glaube ich eher nicht, habe ich gesagt. Oh. Ist ja okay. Kann er ja mal machen. So, nochmal die 907 von unten. Aber wie gesagt, wir haben noch 5 Minuten. Bin auch nicht mehr ganz. Dann bin ich mal gespannt, was das jetzt hier werden soll. Vielleicht testen wir auch nochmal das Hoch da oben zuerst. Aber ich vermute halt unverändert, dass wir eher so in der zweiten halben Stunde hier eine Richtungsweisung kriegen, als jetzt hier in der ersten. Ja. Gut. So. Ich hoffe, ich bin heute nicht irgendwie zu langsam im Reden. Ich mache halt hier so ein paar Pausen, die ich sonst vielleicht nicht mache. Aber ich muss mich hier echt so ein bisschen zusammenreißen die ganze Zeit. Aber dafür war es ja, glaube ich, insgesamt noch irgendwie auch ganz okay, ne? So. Vorhin von dem kleinen Short zumindest, beziehungsweise ja unten der eigentlich auch, für den war ich zu langsam, aber ich finde, den da oben war es ja dann dafür schon okay. Gerade einen Moment mal, ich guck mal hier, ob ich das hier einblenden kann einfach. Und dann wäre das doch alles viel einfacher. Ja, so geht doch. Ja. Ein Punkt war es hier unten. Ne? Ist hier gerade mal hier die Ergebnisse eingeblendet. Ja, okay. Ein Punkt und 20 Punkte. Wobei das nicht natürlich jetzt hier nur auf die erste Position gerechnet ist. Ne? Also ist dann natürlich netto ein bisschen weniger, aber trotzdem ist doch okay. War schon schlimmer. So, jetzt, ich bin jetzt echt gespannt, wie die da reinkommen, weil das sieht hier irgendwie, weiß ich nicht, will der da wirklich oben drüber im M5? Ohne Lunte hier an der Stelle. Schauen wir mal. Weil im Endeffekt hängen wir jetzt hier einfach auch nur wieder am Point of Control erstmal rum, machen uns möglicherweise auf, das Hoch nochmal zu testen. Nochmal irgendwie Richtung, ja, danke Sebastian für die Genesungswünsche. Ich hoffe, die gute Besserung war bezogen auf meinen Schnupfen und nicht auf die Trains. Aber ist ja auch okay, ne? Also. So, genau das meinte ich, ne? Da warte ich eigentlich drauf, dass da jetzt halt irgendwas bisschen deutlicher knallt, ne? Ich würde jetzt hier tatsächlich einmal Market nach unten rein und dann halt werden wir sehen, ob das Ganze jetzt hier nur ein Versehen war oder ob das nicht doch die Knoppersabteilung war, die nach unten weg will oder ob ich jetzt hier vermeiert werde. Das kann natürlich auch sein, ne? Erstmal Drittelposition, ne? Genau wie eben auch. Den Stop entsprechend. Und jetzt mal gespannt, was das gewesen sein soll hier. Und ich hoffe, ich kriege den abgesichert. Ich hoffe, der knattert jetzt einmal nach unten weg und dass ich den hier relativ schnell dann eben auch sichern kann. Ich hoffe es. Es ist wie gesagt, ist alles keine Garantie für gar nichts hier, ne?
Und wenn da nichts nachkommt, muss man dann eben auch raus, ne? Ist halt auch klar. Ich habe auch gerade kurz überlegt, soll ich dir nicht einfach da oben ist, einfach mal draufdrücken und dann genau in der Sekunde knallt es runter, weil es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, ne? Dass da halt erstmal so irgendwie quasi gar nichts passiert, es schrabbelt dann da oben rum. Und auch wenn es jetzt hier irgendwie, habe ich ja gerade gesagt, auch wenn die long aussieht, ist ja im Endeffekt alles das, was ich am Anfang schon erzählt habe. Ne? Also wenn das jetzt runterklatschen sollte, ich weiß es immer noch nicht, ne? Aber es würde einfach mehr Sinn machen, jetzt einmal direkt runterzufallen Richtung Tagestief und hier einmal unten alles über den Haufen zu fahren. Das finde ich einfach nur richtig. So, also 12 Punkte Short. Gab es gerade wieder, beziehungsweise jetzt erstmal abgesichert. Wer schnell ist und hier skypt oder nur skypen will, ne, der hat halt hier natürlich jetzt, kann hier ganz gechillt raus. Ich mach's jetzt mal nicht, ich lasse mal die 2 Punkte da mal safe, ne? Und weil ich mich gerade hier so ein bisschen, zumindest mal was jetzt die Impulsbewegung angeht, mal so ein bisschen bestätigt sehe in dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eigentlich in Richtung unter das Tagestief von gestern müssten. Unter. Nicht nur dran, sondern drunter. Und der M15, hier sieht man es ja auch, der geht ja gerade so weit, so gut. Drückt er erstmal runter. Und man kann das hier, ne, jetzt stehen wir auch relativ nah an der Eröffnung wieder. Man sollte es aber wirklich eng absichern, ne? Also. Natürlich, wenn man es halt irgendwie verfolgen will, ganz komplett, dann brauchen wir es natürlich nicht ganz eng abzusichern, aber da hat irgendwo was gebimmelt. Moment, muss ich gucken. Das war, okay, kurz 5 Punkte im DAU mitgenommen. So, und hier jetzt erstmal raus, ne? 18 Punkte, nice. Ja, also hätte man aber noch mehr machen können, aber so passt es doch. Schakalaka, ne? So. So, was war das jetzt gerade im DAU? Also wie gesagt, ich denke, der geht wirklich unten durch. Ne? Ich muss es jetzt aber auch nicht komplett verfolgen. Ja? Aber das war erstmal richtig. So, und man sieht ja auch, der Druck wird ja auch deutlicher von oben. Ne? Von daher waren das jetzt der dritte Trade. Also 20, 18 und hier durch meine Lahmarschigkeit ein bisschen zu wenig, aber insgesamt hier 39 Punkte. Also ich glaube, das kann man ja irgendwie auch, muss man sich jetzt auch nicht verstecken. So, ich gucke mal ganz kurz rüber, was war das jetzt beim DAU? Also da haben wir uns irgendwie kurz, ich habe hier leider noch die falsche Statistik drin. Moment, ich muss ja nicht irgendwie das ganze Jahr hier. Ich schalte es mal kurz um. Damit ich hier nochmal Intraday irgendwie gerade. Aber so, ja, 5 Punkte waren es jetzt irgendwie gerade im DAU. Ne, vorhin irgendwie hier diese ganz schnelle Nummer. Da, aber es war mir ein bisschen schnell jetzt einfach. Ne? Also das war aber hier unten, wo ich die Order hingelegt habe, habe ich sie am Point of Control. Da macht es Sinn. Und die muss man dann jetzt natürlich auch nochmal dazu rechnen. Hier als kurze Reaktion, der kam mir aber zu deutlich runter, deswegen habe ich den dann auch wieder rausgenommen. Ne? Also die kommen dann natürlich dazu. Dann sind wir dann halt irgendwie hier bei 44 Punkten insgesamt für die Eröffnung. Ich glaube, das ist doch auch ganz okay. Ne? Eigentlich könnten wir jetzt hier auch schon Feierabend machen. Also mir wäre es wirklich sehr, sehr recht, weil ich bin hier echt so ein bisschen am boah, Schwitzen, weil ich halt eben auch nicht fit bin. Und muss das jetzt hier auch nicht irgendwie bis 10 Uhr irgendwie komplett machen. Von daher. Ich glaube, vom Ergebnis kann sich das heute ja mehr als sehen lassen. Und auch von der Sichtweise passt es ja auch insgesamt. Ne? Das heißt, auch hier, deswegen finde ich den Exit im DAX jetzt hier auch erstmal ganz gut, da erstmal da rauszugehen. Die Reaktion war ja schon deutlich. Klar hätte man natürlich auch hier unten, aber woher soll ich denn wissen, ob der jetzt direkt da durchgeht oder nicht? Ne? Also nehme ich mir halt die Reaktion raus und dann hat sich das. Ne? Und von daher. Aber wer das verfolgen will, wie gesagt, ich behaupte es immer noch, wir knallen unter das Tagestief von gestern. Und zwar ein Stück tiefer als ursprünglich. Sorry.
auch wahrscheinlich ein. Boah, Moment. Ein Stück weit tiefer als ursprünglich angenommen, weil er hätte eigentlich, wenn das nach oben aufgehen soll, genau wie gestern, er hätte zuerst unten ansetzen müssen und dann nach oben ziehen, aber nicht so, so wird es halt wieder nichts. Ne? Also das heißt, ich vermute sogar eher, dass wir da halt noch ein deutliches Stück tiefer kommen als, als eben nur mal knapp drunter und vielleicht ab hier noch irgendwie noch mal so 100 Punkte runter und dann muss man halt mal sehen, was dann halt passiert. Ne? Aber mal gucken. Aber drunter, ja. Also das heißt, auch unter das heutige Tagestief, klar, sollte kein großes Hexenwerk sein. Es kann sich natürlich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Die Stunde läuft ja noch ein bisschen. Und von daher, ja, also ich fand es halt, ich finde es halt immer ganz gut, ne, wenn man irgendwie so eine Tendenz ja dann halt irgendwie sieht oder wenn man sieht, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, ja, und ich muss trotzdem ja nicht irgendwie die ganze Reise mitnehmen, ne? Das sind ja meistens dann die Dinger, wo man, wie soll ich das nennen, also man entwickelt auch so, wenn man da mal so ein bisschen selbst reflektiert, auch so eine gewisse Arroganz, ne? Nach dem Motto, ah, der Markt macht das ja schon sowieso. Ja, das kann mal gut gehen und mal nicht und garantiert kriegt man dann früher oder später dann halt gewaltigen Tritt in den Hintern. Als Strafe für die eigene Arroganz, nenne ich es jetzt mal, dem Markt gegenüber. Und von daher, ja, also ist natürlich jetzt ein hartes Wort, vielleicht gar nicht so gemeint, aber eher dann halt so zu viel Sicherheit, ne? So irgendwie nach dem Motto, ja, das passt schon so, der läuft jetzt auf jeden Fall darunter. Es ist nicht gut, ne? Also deswegen finde ich es eigentlich besser, dann jetzt dann wie eben hier, wo ich dann gesehen habe, okay, wir haben Druck von da oben runter, dann nehme ich den zumindest mal ein Stück mit, ja. Und dann, ob das dann hier unten wirklich so aufgeht oder nicht, ne, das weiß ich ja halt nicht. Ne. Aber halt zumindest mal, das war ein Teil von dem, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, das passt. Und dann nehme ich den Teil mit, der für mich dann halbwegs safe ist. Aber ob es dann im Endeffekt so aufgeht, weiß ich ja trotzdem nicht. Ne. Ich hoffe es. Beziehungsweise ich habe jetzt eh keine Position mehr, es ist mir jetzt erstmal relativ Wumpe. Aber halt, wenn den Ansatz einer weißt du mal schon, wenn den Ansatz einer verfolgt hat, da oben zu shorten unter das Tagestief von gestern, für denjenigen wünsche ich es mir natürlich oder diejenigen, wir haben ja auch Frauen hier mit dabei. Und klar, also wenn das jemand gemacht hat, bitte, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert und dass wir da runterlaufen. Ne? Der Lutz hat ja vorher noch gemeint, ne? Ja, die 9:30 Fraktion, die macht das Gap zu. Das meinte ich. Sorry, da musst du jetzt mal ganz kurz herhalten als Negativbeispiel. Ist nicht böse gemeint, ja. Aber ich halte mich immer bei sowas halt zurück. Ich sage halt nie, ja, dass der Markt macht das und das und das. Das ist immer ganz gefährlich. Ne? Also ich hoffe, Lutz, nimm es nicht böse, bitte. Aber das ist immer halt wirklich gefährlich. Und lieber irgendwie kurze Tendenz und dann es ist safer. Gut. Also, irgendjemand was dagegen, wenn wir hier. Was? Ich hätte sagen sollen, es kann das Gap zumachen. Das stimmt, ja. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Also, ne, war natürlich, ich versuche ja hier irgendwie so doch einige Kommentare mitzulesen. Also, klar, immer schön im Konjunktiv bleiben. Also, ich habe ja auch manchmal in meinem Blog, schreibe ich ja auch schon mal, ne, so irgendwie ohne Konjunktiv. Da bin ich mir dann schon recht sicher. Ja, also, wenn ich den Konjunktiv weglasse. Trotzdem gibt es immer noch, ne, so ein kleines Fragezeichen dahinter. Und man muss halt einfach genau hingucken. Ja, aber ich bin ja nicht der Erste, der das sagt. Gut, also, es kratzt schon wieder am Hals. Ich hoffe, es ist mir keiner böse, dass wir das jetzt hier dicht machen. Aber ich glaube, man hört es auch. Ne? So, das ist, gut, Florian, bist du noch da? Ich bin da, ich bin da. Gut, sehr schön. So. Hätte ja sein können. Gut, dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Also wie gesagt, ich will jetzt, ich kann nicht mehr, weil irgendwie noch großartig hier auf den Tag eingehen und weil irgendwie meine Stimme gleich nicht mehr mitmacht. Und deswegen
habe es ja gerade schon gesagt, sei mir keiner böse, aber ich glaube, muss ich aber jetzt auch nicht 20 Mal wiederholen und ist auch keiner. Also, dann sage ich an der Stelle, danke, dass ihr dabei gewesen seid und hat Spaß gemacht. Der Markt hat super mitgespielt, finde ich. Und ihr natürlich auch, sowieso. Wann sehen wir uns wieder? Florian, hast du einen Termin auf dem Schirm? Lass mich mal eben schauen. Ist ein bisschen hin, glaube ich, ne? 2 Wochen, glaube ich, erst. Ja, dauert ein bisschen. Ja, 2 Wochen tatsächlich bis zum nächsten Live-Trading dann. Dann haben wir wieder in einer Woche Live-Trading dienstags und NFP am Freitag. Okay. Anfang August. Ja. Ja, super. Gut, dann nochmal Dankeschön. Aber das letzte Wort hat sehr, sehr gerne der Florian. Bis dahin. Perfekt. Ich danke dir, Dirk. Super, dass du das hier trotz leicht angeschlagen oder auch mehr angeschlagen durchgezogen hast. Hat ja auch gut funktioniert. Ich glaube, die Teilnehmer sind genauso froh wie ich, dass es stattfinden konnte. Von daher will ich gar nicht viel mehr sagen. Genießen Sie den sonnigen Tag. Soll ja ein bisschen warm werden, ja, in Teilen Deutschlands. Von daher bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No!